Tja, was könnte ich noch erzählen? Wie lange sind Sie schon hier? 2 Wochen. 2 Wochen schon? Ja. Und von wo sind Sie jetzt gekommen? Direkt vom Krankenhaus? Von Rüsselsheimer Krankenhaus. Und ich werde wohl hier bleiben. Oder von hier aus gehen. Aber ich habe dank Professor Heilmann über 15 Jahre den Krebs überlebt. Nicht nur einen, 6 Stück. Alle möglichen Sorten, alles mal ausprobiert und überstanden. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Das heißt, Sie und Ihre Kinder haben sich schon sehr früh mit dem Thema Sterben, Abschied nehmen, schon auseinandergesetzt, oder? Wenn das schon so lange war. Nein, eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich sterbe, als der Krebs ausbrach. Ich war halt krank und ich musste damit fertig werden. Und ich habe immer voller Zorn gesagt, du kriegst mich nicht. Über Dignitas und die Organisation Exit Dignitas. Das ist nur für wenige Menschen geeignet. Ich war ja mal in einer Situation im Krankenhaus. Ich hatte so irre Schmerzen durch den Krebs. Da waren die Schleimhäute alle befallen. Magen und Darm geht ja noch. Kann man auch gut Medikamente geben. Aber im Mund. Ich konnte so die Haut abziehen. Im Mund hin. Und dann habe ich gesagt, Silvi, guck doch mal. Ich habe einen furchtbaren Schmerz im Mund, vor allen Dingen in der Zunge. Und dann hat sie nachgeschaut und hat gesagt, Mutti, du hast ein riesen Loch in der Zunge. Diese Chemo hatte das irgendwie weggefressen. Rundherum alles entzündet und wie gesagt, richtig gehen ein tiefes Loch. Da hätte ich mich umbringen können. Und da hätte ich volles Verständnis für jeden gehabt, der so leidet und hat eine Möglichkeit. Ich hatte keine. Ist Ihnen das Leiden dann genommen worden? Gab es nicht irgendwie das palliativmedizinische Unterstützung oder andere? Ach, der Professor Heilmann war damals in Urlaub. Sein Vertreter, er kam regelmäßig und ging gleich wieder. Und eine Krankenschwester, die mal Ärztin werden wollte, die hat sich das angeguckt. Ich habe gesagt, da weiß ich nichts drüber. Ich kann jetzt auch nicht weg. Aber in einer halben Stunde bin ich mit meiner Runde fertig und da gehe ich mal rauf und frage die Hals-Nasen-Ohrenärzte mal. Die müssten doch da was wissen. Und die hatten auch was und da wurde das eingepinselt. Das hat aber mindestens 3-4 Tage gedauert, mindestens. Aber dann ist es langsam abgeheilt. Aber da habe ich oft gedacht, du kannst nicht aus dem Fenster springen, das ist 2 Meter hoch. Du kannst das Zimmer nicht verlassen. Du kommst nicht an Gift. Mit diesen Messern kann man höchstens ein Rührei schneiden. Aber ich wollte nicht lustig oder originell sein, das war mir alles ernst. Aber ich hatte keine Möglichkeit. Aber es gibt eine Grenze, also da verliert man wirklich fast den Verstand. Was war für Sie, das ist vielleicht das, was Ihre Tochter auch nochmal, sie will sich das ja dann anschauen, wenn Sie ja gegangen sind, sagen wir jetzt mal so. Ja. Was, ich denke so 2 Dinge, also was ich mal mitbekommen habe, es sind immer so Themen. Das eine ist, was so das wichtigste Ereignis vielleicht war, dass man vielleicht jemanden mitteilen will, wenn sie das nicht haben oder nicht mitteilen können oder wollen. Zum Beispiel auch, was sie denken,
wenn sie davon, also von der Welt gegangen sind, wie es mit ihnen weitergeht, was sie denken oder sich wünschen, was hoffen sie, was, wie wird es sein nach ihrem Tode? Dass die Kinder sich nicht so grämen, verstehen sie, dass sie ihnen jetzt was mitgeben können? Dazu könnte ich eigentlich nichts sagen, aber als ich damals im Koma lag, ich kann mich sehr gut erinnern, das war ein schmaler Gang. Die Fingerspitzen konnten gerade die Wand berühren. Ich konnte mich also nicht abstemmen. Und es lief ein Laufband. Es war also nichts dagegen zu machen, dorthin zu kommen, wo eine einfache Tür war, verschlossen. Und durch die Ritzen kam ein ganz helles, strahlendes Licht. Anfangs habe ich mich sehr gewehrt, wahrscheinlich mit Lärm, könnte sein. Und dann habe ich mich damit abgefunden, es ist nicht zu ändern. Aber vieles, was mich im Leben so belastet, das fällt dann weg. Und das war ja so viel. Hinterher habe ich es gar nicht mehr gewusst, was das alles war. Ich habe das gar nicht mehr zusammengebracht. Aber ich wusste, es war unendlich viel, was mir dann erspart bleiben würde. Und ich war so froh und so glücklich und so erleichtert. Und auf einmal merke ich, ich bin wieder da. Niemals im Leben war ich so enttäuscht. Warst du die einzige Tochter? Ja. Das einzige Kind? Ja. Sehr unerwünscht, was er mir immer gesagt hat. Das Gott wird dann bald, das war ich. Eine ältere Cousine, also das war die älteste, von dem Nachwuchs wieder, Jahrgang 13, die hat gesagt, also Inge, wenn ich an deine Kindheit denke, sehe ich dich nur immer mit dem Opa, wir haben gesagt, der Stiele Opa, um das auseinanderhalten zu können, da sehe ich dich immer mit ihm, er die Großgießkanne und du das kleine Gießkännchen, ihr auf den Friedhof gegangen seid, das Grab pflegen. Seine Frau und sein Sohn waren da. Und der hat dir die Liebe gegeben, die du gebraucht hast. Aber trotzdem hätte ich nie gewagt, meine Mutter anzuklagen. Aber ich glaube, das Einzige, was du davon wolltest, anders werden als deine Mutter, oder? Ja, schon als kleines Kind. Wenn ich mal Kinder habe, das wird ganz anders. Ist es dir gelungen? Teils. Man hat nie etwas komplett. Ja, ich wollte auch immer alles anders machen, als meine Oma gemacht hat. Mir ist es auch nur zum Teil gelungen, klar. Sicher. Ich bin über meine Oma groß geworden. Also insofern war meine Oma so mein Vorbild oder, oder Gegenbild. Es waren ganz andere Zeiten, ganz andere Verhältnisse. Ein Kind musste da gehorsam und brav sein. Ich hätte auch bei meinem Opa mich nicht beklagen können. Ich war sein Ein und Alles. Aber das wäre nicht möglich gewesen. Das tat ein Kind nicht. Da hätte ich eher seine Liebe verloren. Ob andere Kinder anders waren, weiß ich nicht. Ich habe auch wenig Schläge gekriegt. Also die hat sich an jede Kleinigkeit, an jedem kleinen Vergehen, tagelang festgehalten und darüber laut kreischt, geschimpft, bis halt wieder was Neues kam.
Mhm. Mal war eine Freundin, haben wir Quatsch gemacht und haben den Boden so verkratzt, hat sie gekitzelt und sie hat gestrampelt und das haben wir dann gesehen auf dem gewachsenen Boden. Und da ist die Mutter hin und hat schweigend ihrer Tochter den Hintern versohlt. War mir das schlimm? Aber danach war das gut. Da wurde nicht gemotzt, da wurde nicht geschimpft, die redeten ganz normal beide. Ich war platt. So was Tolles, gell? Die hat was gemacht, sie hat ihre Strafe gekriegt und Sachen war dagegen. Ich habe jedem gesagt, es ist ja nur eine Urne für in die Wand. Da ist ja nicht, wo man hingehen kann, wo man dann Blumen hinlegt, die man mitbringt oder hinschicken lässt. Ich habe gesagt, bitte nichts. Und das hat auch jeder respektiert. Nur die Liane hat gesagt, ich lasse mir es nicht nehmen. Ich mache ein kleines Gesteck mit einer Schleife. Das ist das. Und wenn du es irgendwo hinlegst. Mein Mann hat Zippos gesammelt, hat er so groß in Silber ein Zippo gebaut. Die gibt es hier zu kaufen, das wird aber importiert. Das sind Zippo von jetzt. Die habe ich ja schon mal im Westen gesehen, wenn die so schnappen. Ja. So, das sind die Zippo von jetzt. Und der hat so ein großes gebastelt. Ja, und er hat so ein großes silbernes gebastelt. Und dann quer eine Amaryllis, eine Gerbera und eine Rose und Efeu. Mhm. Das war schon toll. Und so wie gesagt, ist es eigentlich vom Ablauf dasselbe. Ne? Und dann habe ich nur gesagt, diesmal soll das Gesteck nicht vergessen. Das nicht ganz so, ich sehe es zwar nicht mehr, aber. Das weiß man nicht. Ja, man weiß es nicht. Oder ich gucke aber ohne, ja. Dann sagen sie, ich habe es nicht vergessen. Das heißt, Sie haben jetzt wirklich wieder den Platz neben Ihrem Wand. Ja, haben sie das ist, ich habe ja eine Doppelnische in diese Wand gekauft. Und dann ist jetzt hin und ich bin dann dort zugestellt. Das konnte mir ein oder zwei kaufen. Und ich habe eine Doppel genommen, damit ich auch weiß, wo ich hinkomme. Gell. Und Ihr Sohn hat das jetzt mitgemacht? Und wie, ja, er war ja damals bei meinem Mann auch dabei. Richtig, wie das, genau. Wie war das jetzt so? Sie hatten ja gesagt, meinte, er hat das jetzt so akzeptiert und angenommen. Dass ich das ist ja ein bisschen dumm gelaufen. Sie wollte um 2:30 kommen, kamen sie nicht bei. Und um 2:50 hat unser Sohn dann mal angerufen, wo sie denn bleiben würde. Und dann hat sie gemeint, das und das. Und es wäre was dazwischen gekommen. Und dann hat er dann gefragt, wie lange es noch dauert. Ich habe gesagt, du lieber Gott, ich kann es doch nicht ändern. Der hockt ja schon wieder auf heiße Kohle, weil er fort wohnt, gell. Nur eins habe ich, ist mir das dann scheinbar doch sehr auf der Mare geschlagen. Hatte ich so den Durchfall und habe erbrechen müssen. Fühlen wir sie noch mal in die Wohnung zu kommen. Komisch ist, wie ich rein bin. Wie ich raus bin, hab ich schon, ob du noch mal wiederkommst. Ja. Das war schon ein komisches Gefühl. Irgendwie. Und dann mich abzulenken, nicht gleich hierher zu fahren, hat sie mich nach Hause zu sich genommen. Ich habe mir dann noch eine Tasse Tee getrunken und von an den Sachen gequatscht. Dann ging es wieder. Das war schon ein komisches Gefühl. Ne, ich habe mich auch wohl gefühlt. Dass Sie letztendlich auch sagen, wie Sie hierher gekommen sind, mhm, und auch gesagt haben, ja, ich habe keinen Nerv auf diese Gerätemedizin, sondern ich entscheide mich dafür, in die Hospiz zu gehen. Vielleicht erzählen Sie das nochmal. Das muss man natürlich vorausschicken. Es hat mich dadurch hingeprägt, weil ich so mein Verhalten heute, wie es ist, durch die Erkrankung meines Mannes. Da ich ja gesehen habe, was aus einem Mensch gemacht wird, jetzt immer von der Erkrankung ganz abgesehen, was aber so eine Strahlung- und Chemotherapie einfach mürbe macht. Ne? Es ist wahr, im Grunde genommen, für ihn eine Verlängerung. Manche Zeit für ihn hat er sich immer an den Strohhalm gehalten. Und da habe ich, wie ich dann hörte, dass ich auch so eine Erkrankung habe, habe ich gedacht, ich habe mich ja noch ins Tirol fahren lassen. Und dann hat der Radiologe sich mit mir unterhalten, wobei ich ja wusste, was ist. Und dann hat er gesagt, ja, das kann man eindämmen, aber eine Hilfe als solches oder eine Chance. Ich habe gesagt, das ist dann quasi nur Lebensersing. Er hat nicht Ja und nicht Nein gesagt. Aber
Das kann man sich ja eigentlich an der vom Finger abzählen, dass es nur vielleicht ein paar Monate oder wie auch immer. Aber dann habe ich gedacht, da gehst du dann wochenlang in diese Zimmer, in diese Abstellkammer durch die Hölle. Nee. Und somit habe ich das für mich bestimmt, die Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich so genießen. Schmerzfrei ist ja machbar, aber solange ich es noch kann, ohne diese Strahle und Chemo. Bei Ihrem Mann war es halt so, dass ja. der Tumor klein ist, alles kaputt gegangen. Ja, ist ja alles kaputt gegangen. Was er an Schleimhäuten im Mund hatte. Ja. Der konnte nachher nicht mehr richtig sprechen, konnte nicht richtig schlucken. Nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Und mit der Sonde ernährt. Ja. Ich denke, wenn man sowas miterlebt, dann sagt man. Nee. Sieht vielleicht anders aus, wenn man den Tumor ganz früh erkannt hätte. Ja, genau. Logisch. Ja, darüber haben wir das letzte Mal ja gesprochen. Ja. Ich meine, ihr Mann ist ja erst vor kurzem eigentlich verstorben. Ja, das ist ja gar nicht lange. Ich denke, die Beschwerden waren da auch schon da, aber da hat sie nicht auf sich gehabt. Ja, logisch. Aber der Mann, ich habe mir gesagt, nicht machen und das und das. Ich, mir darf nichts passieren, sonst müsste er daheim, habe ich mir gesagt. Ich habe genau durchgehalten bis. Wie der Pfarrer so schön sagt, ihr Mann ist ihnen vorausgegangen. Jawohl, so sehe ich das auch. Er hat es ja nicht mehr bewusst miterlebt. Da er so ohne Morphium gestanden hat, mein Mann, das alle. Aber ich glaube schon, im Grunde genommen, an dem Sonntagmorgen, wo nur der Dr. Meier allein war und ich noch, und erst die Roswitha und mein Sohn angerufen habe, was er gesagt hat, es wäre besser. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Und dann habe ich, dann war ein Moment, so, ach, wie viele Sekunden, keine Ahnung, hat mir ja kein Zeitgefühl, eben muss ich gehen. Und habe ich gesagt, eben muss er gehen, und er sagte, ja, Frau Bose, ich glaube ja. Und irgendwie muss er sich nochmal aufgeräumt haben, oder es war der Vorbote, die zwei sind noch nicht da. Ja, als hätte ich es geahnt. Und dann kam es ja, und dann hat es noch ein paar Stunden gedauert, dann ist er gegangen. Ne? Probleme. Nee, die Familie kenne ich nicht. Und die Kinder sind auch bei ihm jetzt? Nein, so, nur die 14-jährige Tochter, die ist bei ihm seit Vorjahr. Ja. Also mit der Mutter überhaupt nicht mehr klar kam. Aber mit dem Papa funktioniert es auch nicht. Also sowohl als auch. Ne? Wenn es da nicht klappt, gehen wir wieder bei der Mama. Wenn es da nicht klappt, gehen wir wieder bei der Papa. Und das ist also schon sehr problematisch. Die gehen morgens beide aus dem Haus. Und es geht nicht in die Schule, bis dann die Lehrerin anruft und hat gesagt, Herr Bochhäuser, die kämen es heute wieder nicht in die Schule. Und dann gibt es abends eine Standpauke. Ja, und das war's dann. Die geht da rein, da raus und das war's, gell. Hatte sie dann Jugendamtgespräche und lauter so ein Kram. Das hat die eben im Jugendamt gesagt, er müsste sich damit abfinden, das wäre halt das pubertäre Alter. Lass uns doch mal die Autorität so spielen. Nee. Habe ich keine Lust mehr. Nicht mehr? Nee, ich habe es jahrelang probiert. Und es hat keinerlei Früchte getragen. Oh, Schande. Ja, mein Mann gegenüber. Ne? Und er hat dann halt auch am Anfang mir gemeint, weil sie, wo man sie jahrelang nicht gesehen hat, dass er sie mit Geschenke, habe gesagt, Günther, das hat keinen Zweck. Das Kind kriegst du nicht in deine Nähe. Und er hat leider recht behalten müssen. Ich habe leider recht behalten müssen. Ich habe gesagt, meine Liebe muss ich mir als Oma nicht erkaufen. Entweder kommt sie freiwillig und kommt gerne, oder sie muss es lassen, sage ich mir. Irgendwann bist du an dem Punkt, da musst du einen Schlussstrich ziehen, sonst frisst sich das auf. Ne? Das tut weh, aber kannst du nicht ändern. Weiß denn Ihre Kim, dass Sie hier sind? Weiß ich nicht, ob sie es weiß. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ob er das erzählt hat, ich habe ihn nicht gefragt. Weiß ich nicht. Ich bin mittwochs. Bin ich einkaufen gefahren mit meinem Auto noch. Hab gegessen, bin essen gegangen und hab eingekauft, bin heim
Und am Freitag rief meine Tochter an, der hat immer angerufen, fast jeden Tag. Und da sage ich, Gudrun, mir ist so schlecht, ich weiß nicht, was ist, aber mir geht es gar nicht gut. Dann sagt sie, du hast ja Zeit, leg dich doch hin. Dann will ich auf Toilette gehen, verliere unterwegs noch der Urin und schwank hin und her, hin und her. Und hau von einer Wand zur anderen mit dem Kopf. Das Blut ist sehr im Gesicht runter, am Kopf runtergelaufen, bis ich nicht mehr konnte. Und da lag ich am Boden. Ich habe gedacht, ich würde schon ein paar Tage da am Boden liegen. Und bin dann ins Bett gekrabbelt, mit aller Gewalt, und in meine Nachbarin geklopft. Die kam gleich, hat Notarztwagen, und bin ins Krankenhaus gekommen, seit dem 27. April liege ich jetzt. Bin ich noch nicht daheim gewesen. Man kann nur in einem Raum leben. Man kann nur jetzt zur Zeit, wie es mit mir durch die Gewichtsstörung, da weiß ich erst, was Leben ist. Wie mit dem Kopf, wie betrunken, von einer Wand an die andere gehauen bin. Ich konnte meinen Kopf nicht steuern. Bis ich dann zusammengesackt bin. Stellen Sie mal vor, ich war auf dem Markt gewesen im Auto. Ich hatte auch Chemo. Und da hatte ich ganz platt, keine Haare. So konnte ich machen, hatte ich so Büsche. Dann sind sie gekommen, jetzt habe ich 40 Bestrahlung bekommen. 40 Bestrahlung? Ja. Was haben Sie denn für einen Krebs? Metastasen im Kopf und an den Knochen. Und da sagt er, ja, ich würde noch 2 Tage leben, ich soll alles in Ordnung machen, sage ich, und das soll ich schon bestellen. Stellen Sie mir das vor. Da war ich ein bisschen geschockt. Ich habe 46 Jahre serviert und fast 4 Jahre war ich in der Kommissarie am Rhein-Main-Flughafen. Ich habe schon viel mitgemacht im Leben. Ich hab immer wieder gearbeitet. Ich kann sehen, sehr, ich stricke Socken jetzt, weil ich keine Ruhe habe. Ja. Bin am Sockenstricken. Das ist gut, ja. Ja. Ich lenke mich da immer ab. Richtig. Und mache da immer noch was. Wenn ich nur laufen könnte. Ich mag hier nicht, dass ich hier liege. Das verstehe ich. Wenn ich laufen könnte, ach, da würden mich keine 1000 Pferde halten. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Irgendwie muss jeder gehen. Ja. Haben Sie eine Ahnung oder ein Gefühl dafür, wie das sein wird, wenn Sie sterben? Haben Sie auch eine eigene Vorstellung nach dem Sterben, was mit Ihnen passiert? Was nach dem, wie ich so mitkriege und so, irgendwie gibt es noch mal ein Leben, finde ich. Das ist nur das Äußere, zurückbleibt und die Seele, die wandert irgendwie weiter, irgendwie, finde ich. Alles kann nicht weggehen. Alles kann nicht. Etwas bleibt vom Menschen. Wenn man liegt und ich habe das Gefühl, irgendwann schlafe ich und wache nicht mehr auf. Ja. Das ist der schönste Tod. Würden Sie so sagen, ich würde noch was ganz anderes machen wollen? Oder würden Sie sagen, eher so wie es lief, war gut? Nein. So wie es gelaufen ist, es muss. So was darf nicht mehr sein. Ich habe viel mitgemacht. Mit meinem ersten Mann und mit meinem zweiten. Ich hatte in meinem Leben nur 2 Männer. Gucken Sie mal, wie die Augen leuchten. Ja, die leuchten. Die Augen leuchten.
Haben Sie ihr das angezogen? Nein. Das hat sie schon angehabt. Nein, die hat das an. Ja, gucken Sie, die Verarbeitung und alles. Ja. Das Täschchen und alles, die Unterwäsche, das Kleidchen. Was denkt man? Wissen Sie, wenn man so eine Puppe sammelt, was hat man da so für Gefühle? Beschreiben Sie mal. Also, weil das. Also, ich habe. Wie menschlich. Ja. Ich habe meinen Esstisch daheim. Esstisch und da sitzen ringsrum die Damen mit Hüte. So fantastische Hüte haben die auf. Und da sind sie beim Kaffeeklatsch, die Puppen. Wieso Damen sitzen die da? Eine in Gold, eine in so Creme auch. Ich habe mehr Creme gern. Die Naturfarben. Haben Sie Angst vom Tod? Ich habe eigentlich keine Angst. Ich war schon zweimal fast tot. Ja. Einmal mit 16. Ich habe eine schwere Lungenentzündung gehabt, Asthmaanfall. Und einmal wollte mich mein Ex-Ehemann umbringen. Darauf bin ich schon etliche Male. Und das habe ich irgendwie überlebt. Ich auch etliche Male. Der hat sogar im Wald hat er ein Loch gegraben. Und musste ich unterschreiben mit Geld. Und ich war schon blau angelaufen und habe es unterschrieben. Sonst wäre ich heute auch nicht mehr hier. Sehen Sie. Und Sie haben auch überlebt. Und der hätte mich verscharrt, da hätte mich keiner gefunden. Und wie kamen Sie raus? Ich habe unterschrieben, ich habe Geld bezahlt. Unterschrieben, Geld aufgenommen noch dazu. Bei ihm hat es eigentlich alles um Geld nur gehandelt. Gucken Sie mal das Kleid an, wie das gemacht ist. Ja. Und die Hosen, können Sie mal den Mantel das anziehen. Mache ich. Ich ziehe mal den Mantel aus. Ja. Dann filme ich die noch mal ohne Mantel. Ja. Schade, die schöne Perlenkette ist kaputt. Und der Hals hier. Ich bin selber erschrocken. Oh. Naja, es na, gibt schlimmere Sachen. Schlimmeres, ja. Ist halt krank geworden. Genau, sehen Sie? Mm. Ja. Aber wenn man so Puppen sieht, das stimmt, Puppen können nicht sterben, nicht wie wir Menschen. Vielleicht ist das auch der Reiz. Doch, oder? Die können auch sterben. Wenn sie kaputt sind, wenn sie runterfallen, sind kaputt, sind sie auch tot. Ja. Machen wir so. Wie eine feine Dame, die jetzt ins Café geht. Sehen Sie. Schöne Beschäftigung. Ne? Ja. Ja, legen Sie den Kopf. Es ist furchtbar, ist das, die Metastasen. Einmal geht's nicht. Und da ist es im Kopf. Ja. Haben Sie früher viel Kosmetik so getragen? Ja? Gemocht? Ja. Die Nähe aus dem Haus, wenn ich mit meinen Lippen rot hatte. Ja. Musste immer mit meinem Lippenstift. Musste ich immer die Lippen mehr anfärben. Mhm. Und dann ägyptische Erde habe ich genommen. Ägyptische Erde, kennen Sie die? Was ist das? Ägyptische Erde ist Puder. Und da sehen sie richtig naturgebraun aus. Ah. Als ob sie in der Sonne gelegen hätten. Ich habe immer mich angemalt, Wimpern gemacht und alles. Bin ungeschminkt nicht weggegangen. Bin immer gespannt, was mit mir wird. Ich glaube, wenn es dann soweit ist, ich sage jetzt zwar auch, ich habe irgendwie keine Angst vor dem Tod, aber ich weiß, wenn es dann soweit ist, natürlich hat man irgendwie Angst. Nein, ich glaube nicht. Sie? Ich glaube nicht. Gucken Sie mal, wenn ein Lebewesen zur Welt kommt, das schreit zuerst. Ja. Und wenn es geht,
habe Angst von der Erde irgendwie. Und wenn der Mensch geht, hat er immer ein Lächeln auf der Lippe. Ich habe noch keinen Toten gesehen, der irgend traurig war oder so gewehrt hat vom Tod. Sie haben schon Leute gesehen, die tot waren? Ja. Hier neben an die Sandra. Die war letztes Jahr noch fit und alles. Dann hat sie ihren Krebs gehabt, Tumor im Kopf gehabt. Haben sie so spät erkannt. Da hat sie auch die Schlaganfall so gehabt. Die konnte sich nicht mehr bewegen im Bett, konnte nicht sprechen, konnte gar nichts. 35 Jahre alt. Und die ist verstorben. Das hat mir wehgetan damals. Ja. Was haben Sie gemacht, als Sie 35 waren? Ich habe studiert, ich habe gearbeitet. Tag und Nacht. Wie willst du denn beerdigt werden? Ich werde verbrannt. Und du? Auch ohne? Auch ohne. Und dann? Ich werde verbrannt. Ich habe hier meinen Grabstein schon. Meine Tochter ist da verstorben. Vor 6 Jahren. Und sie wollte nicht von den Würmern aufgefressen werden. Und das für 40 Jahre. Und wo? In Bischofsheim. 40 Jahre. Jetzt ist sie 6 Jahre tot. 34 Jahre. Da steht das Grab noch. Sie haben gar nicht die Garantie, sondern Sie werden ja im Krankenhaus da. Sie einmal Spaghetti-Mensch, sagen wir in Japan. Dann sind Sie verloren. Spaghetti-Mensch? Mhm. Was heißt das? Kanüle. Und bei der, ich bin ja bei Frau Dr. Berg. Wenn es so weit ist, wird sie wohl sagen, dass bei mir die Ernährung nicht mehr so viel sein muss oder so. Sie ist ja nicht verquälend da. Ja. Wenn ich ja normal sterben würde, wenn sobald die Klappe zu ist, dann verdurste ich und sterbe. Ja. Nur qualvoll. Das erleichtert sie mir durch Morphin und diese gute Behandlung. Ja. Das ist alles. Aber das wollte ich. Hm? Genau. Würdevolles Leben. Ja, und auch ein würdevolles Sterben, nicht? Also Sterben und Leben. Ja. Guten Tag, hallo. Herr. Hallo, Frau Schmalz. Genau. Hallo, Tag. Ich bin die Sonja Töpfer, hallo. Okay. Genau. Kommen wir uns die Bilder. Ja, klasse. Kommen wir doch. Genau, damit er jetzt nicht Moment zugeht. Die Bilder von früher. Ja, genau. Das ist ja von dem Tag, richtig, wo ich Hochzeit gefeiert habe, nach Deutschland gekommen. Aha. Und meine Omas und Dings und ja. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch diesen Ausweis vorbeibringen. Dankeschön. Gell? Weil ich bin gerade auf dem Sprung. Ja, deswegen. Dankeschön. Ja. Den bringe ich Ihnen. Der Herr Paul hatte mich heute Morgen nochmal angerufen wegen diese Sache. Ne? Genau. Hatte mich nochmal gefragt, was ich empfehlen würde, wie wir das machen sollen. Also Vierweg. Ja, man kann noch so einen Drei-Wege-Hahn dran machen für Nacht, gell? Mhm. Noch so einen zweiten, dann hat man noch eine Ableitung mehr. Mhm.
Das ist halt so, dass sie nachts dann relativ oft raus müssen wahrscheinlich. Ja, das haben wir auch besprochen. Ja. Und mein Sohn liegt neben mir. Ja. Und wenn ich in Not bin, hilft er mir immer zwar. Ja. Aber ich bin eine Toilettenstuhl haben. Okay. Und dann möglichst, dass ich da ohne das zu bewegen. Dass sie sich einfach rübersetzen können. Mhm. Mhm. Und sehen wir dann weiter. Mhm. Wenn nicht, dann gibt es ja mit Pumpe und so. Ja, ja. Aber wir wollen, dass wir bis Herr Paul zurückkommt, möchte ich keine Experimente machen. Ist der jetzt nicht da, die Tage? Nein, ab Sonntag fährt er in Urlaub. Okay, hat er mir noch gar nicht erzählt. Schlingel. Habe ich was zu mir gesagt? Nee, das kann ja sein. Er hat ja Anspruch auf seinen Urlaub. Genau. Wir haben uns auch neulich über Urlaub unterhalten, aber ich glaube nicht, dass er jetzt fährt. Ja, am Sonntag wird er mitfahren. Ja. Deswegen käme eine indische, sehr erfahrene Kollegin. Pflegerin. Ja. Ja, okay. Ist alles in Ordnung. Ja, also ich denke, wenn das nachts geht, dann ist das natürlich schöner, weil sie sind tagsüber unabhängiger. Ja. Gell? Das wäre, glaube ich, das, was man anstreben sollte. Aber ja, das will wenn ich. Das nicht zu. Ich will nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Klasse, machen Sie das. Mache ich auch. Ja. Ich liebe alles, was stark ist. Deswegen mochte ich den Michael Schumacher. Und. Wenn die alle schwach wurden, mag ich nicht. Ach so. Mehr. Und dann habe ich gesagt, ich liebe das weite Meer und die hohen Berge. Okay. Und das ist mein Wunsch, dass es so schön sehen, ruhig ist. Und, so und dann wollen Sie ein bisschen Urlaub machen. Ja. In Garmisch. Ja. Ist das nicht schön? Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ich komme mit. Ja, gehen wir alle mit. Genau. Ja. Und ihr könnt da mal alle Schinken, Speck und schönen Tiroler Wein trinken. Hm. Was Sie nicht können, gell? Wieso? Ich gönne mich doch. Ich lebe wie ein Fürst oder Königin. Ja. Jetzt habe ich einen wunderschönen Tee bekommen. Aha. Der ist fermentiert. Wie heißt man? Campora. Campora. Der schmeckt echt cool. Ah ja, klasse. Ja, könnte ich Werbung machen. Ja. Die sollen nicht alle so miesmuschig sein. Ja. Stellen Sie mal vor, morgens hatte ich ja bei Ihnen, hat mir Frau Dr. Berg ja Dings gegeben, einen Tipp. Ich sollte doch Piccolo-Eis essen. Aha. Und dann habe ich ein Piccolo-Eis, Ananas gefroren, Orange gefroren. Ja. Und habe ich so schön feudal mein Frühstück gehabt. Ja. Und dabei ging das. Und stellen Sie mal, man muss ja nicht immer das Leben vermieden. Nee. Und man kann eigentlich alles zu Eis machen und alles lutschen. Genau. Das geht, genau. Und deswegen muss man nicht jammern. Früher wäre ich ja schon lange im Himmel. Ja, ja, ja. Deswegen schön, dass Sie da sind. Gerne, danke. So wie ich sein. Der hat immer für sein Grab alles gemacht. Ja, hier ist in Kobe ein Friedhof. Ja. Da kommen nur geborene oder dort gelebte Leute in dem Grab hier, im Friedhof, kommen in den Friedhof. Und wenn du nicht von anderen sagst, kommst du normalerweise nicht. Mhm. Und das Grundstück ist nicht billig. Das muss man auch vorne rein kaufen. Oh, ja. Und die ganze Vorfahren von Thompsons liegen hier. Hat alles mein Bruder gemacht. Liebevoll die Steine, Grabsteine und schöne Pflanzen. Auch Lorbeerblatt ist hier in Japan. Lorbeerblatt, schön gemacht. Sehr schön. Und er hat ein Grundstück gekauft. Das hat er immer, wenn er hingegangen ist, gefegt.
Mhm. Und dann eines Tages, wir sind alle auf dem Berg gewesen, und dann hat er sich auf dem Grundstück hingelegt. Guck mal an, passe ich da rein? Aber der Witz ist ja, der war ja wirklich 1,90 Meter und wahnsinnig dick oder was. Mhm. Ja? Und er hat vergessen, seinen Sarg zu bestellen, obwohl er wusste, dass er stirbt. Ja? Und er passte in keinen Sarg rein. Ja, fand sie nicht sehr klein. Ja. Das muss man doch vorne rein extra XXXL bestellen. Und was ist passiert? Ja, naja, da haben sie kassiert und dann aufgebahrt in Daumen, ne? Und dann kassiert halt, ne? Haben so getan, als wäre das eine Kiste. Ne? Ah. Das war ja der Witz, ne? Alles bedacht, gell? Alles bedacht, mein Lieber. Lieber. Dir wie vorher. Das ist gut, ja. Wie haben Sie erfahren, dass es so etwas gibt wie Hospiz und Palliativmedizin? Das habe ich durch einen Hausarzt erfahren. Durch meinen Hausarzt in Kastenelburg. Ich weiß nicht, ob ich Kastenelburg kenne. Mich hat der Onkologe gesagt, Frau Bass, Sie haben Link. Links Metastasen in der Lunge und rechts kommt ein neuer Tumor, stark abgrenzender Tumor. Und ich wollte immer noch mal in die Türkei und nach Österreich. Und da habe ich gedacht, wenn ich da jetzt was mache, ich gehe dann im Krankenhaus. Und er wollte mich stationär aufnehmen. Da habe ich gedacht, nee, ich muss ganz schnell machen, dass ich wegkomme. Dann schaffe ich das nicht mehr. Das habe ich gemacht. Dem Mann bin ich unendlich dankbar. Ich habe mit dem Hausarzt darüber gesprochen. Der Mann, der war auch schon alle 60. Er sagte, Frau Bass, es gibt so etwas wie eine Palliativmedizin. Haben Sie die Türkei gesehen? Ja. Klasse. Wie lange ist das her? Das muss ja noch mal so nachher sein. Ja. Ein Jahr. Gutes Jahr, ne? Ja. Und ich war auch noch mal in Holland. Ich bin, mein Vater sagt, er ist Holländer. War ich auch noch mal in Holland. Und ich war noch mal in Österreich, da hatte ich einen Bruder verheiratet. Ich bin immer im Aufraum. Ja. Ich bin halt, sag, das brauche ich noch. Waren Sie zusammen noch mal richtig weg, das finde ich gut. Ja. Ja. Richtig schön war es. Wunderschön, oder? Mein ältester Bruder hat, der jetzige ältester Bruder, mein ältester Bruder ist ja gestorben an einem Lungenkrebs. Mein jetziger ältester Bruder hat dort ein Ferienhaus, eine Wohnung. Das habe ich noch nie gesehen. Das wollte ich so gerne mal sehen. Ich sagte immer, das ist wirklich schön. Ja, war es auch, ne? Ja. War ganz toll. Aber ist doch verrückt, nicht? Im normalen Leben schieben wir immer alles auf. Ja. Ja. Mein Mann wollte das nicht unbedingt. Wie Mann ist denn noch schon gestorben? 2004. Ja.
ging es auf einmal nicht. Nach Gulasch, Schatz. Mhm. Für morgen. Für morgen? Gulasch, ja. Haben Sie gern gekocht? Bitte? Haben Sie gerne gekocht? Ja. Und für den Moment wirklich mit Vergnügen und richtig gut. Oh. Ja. Aber hat es ein paar Mal Braten gemacht. Das hat mir bisher noch nicht gemacht. Nee. Das macht er super gut. Rindfaden? Lammfaden? Manche gar. Eigentlich egal. Haxen, Kalbshaxen schön hat er gemacht. War lecker. Also merkt man keinen Unterschied, ob er das ist oder ich. Ja, ist gut. Die Gabe weitervererbt, ist ja klasse. Ja. Irgendwas, das finde ich schon schön, ne? Ja, man kann mich fast sagen, am allerletzten Drücker. Ja. Am allerletzten Drücker hast du das gemacht. Ja. Haben wir zusammen Braten gemacht. Also hier wäre es jetzt schwer. Das geht hier auch, aber es ist schwer, ja. Ja. Hier gibt es auch eine kleine Küche. Doch die Zeit war noch schön mit meinem Sohn. Ich habe wunderschöne Zeit noch da gehabt. In Griftel. Ich wollte Sie noch was fragen, Frau Barz. Ich möchte mich was mich jetzt noch interessiert, auch bei allen, die jetzt in Hospizen sind, was Sie denken, wenn Sie einen Artikel über Dignitas lesen? Also ich finde es schlimm, dass man Menschen nicht helfen will in letzter Not. Das finde ich schlimm. Was mit Dignitas gemeint ist? Das sind eigentlich die Leute, die eigentlich helfen, für aktive Sterbehilfe zum Teil auch sind. Da bin ich nicht dafür. Absolut nicht. Wenn sie da an der Autobahn vielleicht stehen, nach der Schweiz sehen und müssen da sterben im Auto. Das finde ich nicht gut. Ich finde das hier ein wunderbarer Mittelweg. Es ist keine aktive Sterbehilfe, aber es ist die Menschen, das Leben erleichtern. Das Restleben, was sie noch haben. Man wundert sich nicht. Man wundert sich, aber ich glaube, wir wissen jetzt, wo es herkommt, oder? Weil man vielleicht nicht weiß, dass man auch anders geholfen bekommen kann. Ja, ja, das war in meinem Fall ja genauso. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Wie die Palliativmedizin, die Hospiz. Dann habe ich von einem Hospiz in Hofheim gehört und da habe ich den angefragt. Und so bin ich hierher gekommen. Bis zum letzten Moment haben sie mir geholfen im Haus mit Bett, mit Wagen, so ein Laufwagen. Aber bis es dann gar nicht mehr ging, da war man hier gut aufgehoben. Ich habe sogar, bin ich wieder gelaufen. Ich konnte nicht mehr laufen, da habe ich nochmal auf die Beine gebracht. Ja, bevor du hierher gekommen bist. Bitte? Bevor du hierher gekommen bist, war ja. Das, ja. Aber das geht jetzt halt auch nicht mehr. Ne, ich dachte, bis zum nächsten Punkt. Das heißt, Ihnen ging es schon so schlecht erst, ohne Palliativmedizin, dass Sie nicht mehr laufen konnten und ja. Dann... Kommt hier auf einmal wieder laufend. Das war ein Glücksgefühl, das glauben Sie gar nicht. Aber es war auch nur für ein paar Wochen. Zwei, drei Wochen. Aber immerhin, das konnte ich. Es war schön. War schön, es war wunderschön. Versuchen, einen Menschen im Berlin Leben mal zu erhalten. So lange wie möglich. Auch ohne Schmerzen. Finde ich eine schöne Sache. Wie lange wissen Sie jetzt eigentlich, dass Sie unheilbar krank ist, kann man das so sagen? Und also ich würde sagen, von Anfang an. Von Anfang an? Ja, vor 5 Jahren, bis es angefangen hat. 8 Mal. 8, ja. Ich sage immer 5. Zumindest waren 8. Es waren 8 Jahre. Aber immerhin, es waren 8 Jahre. Ich bin auch nicht unzufrieden damit. Es waren 8 Jahre.
auch nicht viel mehr tot ist. Kein großen Platz. Man braucht schon nicht mehr viel, wenn man umzieht. In das eine Zimmer rein. Und die ganze Ausbildung geht also ein Jahr mit 4 Wochenenden und alle 2-3 Wochen so einen Abend dann über verschiedene Themen dann. Hm? Was sind Sie jetzt? Meinen Sie von Beruf? Nee, was von Hospizhelfer. Hospizhelfer nennt man das. Ja. Ja? Okay. Ehrenamtlicher Hospizhelfer. Mhm. Ja. Und vom, im echten, im anderen Leben? Ach, im echten Leben, da gibt es eigentlich jetzt für mich keine Bezeichnung mehr. Ich mache ganz vieles, aber so einen richtigen Beruf habe ich nicht mehr. Dazu war ich schon zu krank gewesen. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 1987 pensioniert worden. Also das sind jetzt, wie viel sind das, 21 Jahre? Mhm. Als ich so gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie Sie wirken so, als ob Sie aus der Modebranche kommen. Nein. Haben Sie denn aus der Modebranche? Nein, nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich kleide mich nur ganz gerne ein bisschen elegant, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Mhm. Ja, das fällt auf. Mhm. Ja, die meisten laufen eher so ein bisschen, weiß ich nicht, die greifen immer in die Farbpalette und vertun sich so ganz oft, aber das ist Geschmackssache. Ich mag es halt gerne ein bisschen. Aber jetzt erst, auch so die letzten Jahre, seitdem mir es wieder besser geht. Also ich bin auch, bin immer noch schwer krank. Ja. Ich habe so einen Immundefekt, der angeboren ist. Und da kann man eigentlich nur überleben, wenn man ganz viel Antibiotika nimmt. Und das hatte sich dann Anfang der 80er Jahre, das ist erst mal festgestellt worden. Und dann nachher so verschlechtert mit Bronchitiden und Lungenentzündungen, dass ich eigentlich nur noch krank war, nur noch Antibiotika genommen habe. Und daran ist letztendlich auch nachher die Ehe entzweigegangen. Daran. Dann hatten wir noch Kinder, sind da noch gekommen. Der erste, der war gesund, das zweite ist mit 7 Monaten gestorben, hatte Down-Syndrom gehabt und halt meine andauernden Erkrankungen. Und irgendwann, denke ich mir, geht selbst die größte Liebe zu Ende. Und dann kam natürlich, wenn man so angeschlagen ist wie ich, dann habe ich halt seit 10 Jahren dann noch eine andere schwere Erkrankung dazugekriegt. Muss halt jetzt noch Cortison nehmen und viel Antibiotika, aber man kann das trotzdem alles hinkriegen. Also ich habe es jedenfalls hingekriegt. Und das ist meine größte Lebensleistung, glaube ich, wo ich auch ein bisschen stolz bin, dass es mir so gut geht oder dass ich so vom Kopf her, das ist ganz oft, also es, sagen, das ist zu ganz, zu 90% Kopfsache, ob man es hinkriegt oder nicht. Ich versuche dann trotzdem mit den Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe, die sind zwar sehr begrenzt, aber noch so, und ich kann mein Leben leben, wie ich es möchte. Ich denke mal, dass man nicht unbedingt Angst vor dem Tod haben muss. Und ich muss jetzt auch, ich bin jetzt gerade 50 geworden, ich muss jetzt nicht unbedingt 60 oder 70 werden. Das Alter an sich hat für mich gar keinen Wert. Das kommt dann doch auf die Lebensqualität an. Wenn die gegeben ist, dann ist es okay. Und wenn die nicht mehr da sein sollte, dann macht es auch keinen Sinn, wenn man dann hofft, noch ein Jahr älter zu werden. Weil dann braucht man nicht unbedingt mehr da sein. Das heißt, Sie sind zu der Hospizarbeit durch Ihre Erkrankung gekommen, kann man das so sehen? Ja, ich habe mir gedacht, also wenn du noch irgendwie was Sinnvolles machen kannst, wo du vielleicht anderen helfen kannst, dann ist es quasi, dass du deine Erfahrungen, die du mit dem Umgang oder im Umgang mit meinem eigenen Tod gemacht hast, dass ich die eventuell an Sterbende weitergeben kann. Und so bin ich dann dahin gekommen. Aber der Grund war eigentlich, weil ich schon auch sehr, das will ich gar nicht verhehlen, weil ich sehr viel Angst auch hatte. Angst vor meinem eigenen Tod, Angst vorm Sterben. Also wenn man so viele Bronchitiden und Lungenentzündungen dann hatte, das sind also
Bronchitiden-Nummer, das sind 500. Also das ist schon eine ganze Menge. Und Pneumonien sind es über 20. Und da ist man schon manchmal ganz nah dran, oder ich auch schon ganz nah dran, dann auch zu sterben. Und das macht ganz einfach Angst. Und irgendwie macht es dann das Leben auch nicht schön. Die Angst, die ist so überwältigend und so präsent, dass, dass alles drunter leidet. Das Familienleben, die alles. Ich habe mich dann so sehr auf mich zurückgezogen, dass ich quasi ein Leben neben meiner Familie gelebt habe. Und erst, als ich, ich kam erst durch Bücher, die die Patienten geschrieben haben über ihren Umgang. Manche haben es gepackt und die sind, haben überlebt von diesen Bücherschreibern, manche sind dann gestorben. Das war so der Einstieg. Und dann habe ich gesehen, dass es in, oder gelesen, dass es in Flörsheim so eine Hospizgruppe gibt und habe dann an verschiedenen Vorträgen mal dran teilgenommen, die auch immer über das Thema Leben und Sterben gehen. Und da hatte ich dann auch ja, so den Eindruck, dass ich da Gleichgesinnte habe, die auch mal darüber reden wollen, über dieses Thema. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie, zu Ihrer ehemaligen ja, Frau und ja, Kindern? Ja, ja. Also wenn ich da jetzt, wenn das ganz abgebrochen wäre, dann wäre ich ja selbst, wenn ich, selbst von mir enttäuscht. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Frau, fast freundschaftlich, würde ich sagen. Meine Frau muss natürlich arbeiten gehen, jetzt auch. Und nach der Schule kommen dann meine Kinder, zumindest einer noch, der älteste ist jetzt 18, mit einer Freundin, der mag dann zum Papa auch nicht mehr oft gehen, Mittagessen oder fast gar nicht mehr, aber der Kleine, der kommt schon 2-3 Mal in der Woche und dann sehe ich den auch, ja, auch nachmittags und hole ihn ab. Also es ist ein, ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt. So. Was denken die Kinder über die Hospizarbeit und über dieses Thema? Da habe ich jetzt mit denen noch gar nicht drüber geredet. Also die kriegen das, von mir haben sie es nur so ein bisschen mitgekriegt, ne? Weil sie nicht bei mir leben. Aber meine Frau ist natürlich auch durch den Umgang mit, erstmal mit dem Tod unseres Kindes und dann mit meinen Problemen auch immer schon konfrontiert worden. Und die hat dann ein Jahr später, hat die auch diese Ausbildung gemacht zur Hospizhelferin. Und ob die jetzt miteinander gesprochen haben, weiß ich nicht. Ist das wirklich so? Ich habe so den Eindruck, zumindest, ich bin ja seit einem Dreivierteljahr, komme ich hierher, immer wieder mal. Ich habe bis jetzt keinen männlichen Gesprächspartner gehabt. Haben Sie, ja. Ich meine, Sie betreuen ja jetzt Männer wahrscheinlich, denke ich eher. Oder? Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also, ja, es muss nicht Männer sein. Also, ich bin jetzt Flörsheim, das ist der Hospizverein Flörsheim, das heißt Lebensbrücke, glaube ich, Hospizverein Lebensbrücke. Genau, da sind ungefähr jetzt 100 ehrenamtliche Hospizhelfer gibt es da und davon sind 3 Männer. Männer, die sind eher ja, verschlossen und reden darüber nicht gerne und verleugnen das auch gerne und wollen es gar nicht wissen, wollen nicht über den Tod reden. Also das sind Männer, denke ich mir, noch ein bisschen rückständiger, wenn ich das so sagen kann. Aber da haben Sie ja viel durchgemacht. Ich meine, ich hatte selbst schon 4 Lungenentzündungen. Das ist auch schon viel für einen normalen. Ja. Gell, ich hatte schon sehr viel und ich hatte auch sehr viele Asthma-Anfälle. Ich hatte immer diese Kombination von Lungenentzündung plus Asthma-Anfällen. Und wenn Sie mir sagen, wie viel Sie hatten, oh Gott, das ist sehr schlimm. Das ist ja. Ja gut, die letzten sind jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich habe halt immer noch mit Bronchitiden zu tun. Ja? Wenn man so ein geschwächtes Immunsystem hat, also ich würde halt all jenem Schnupfen, würde ich dann halt sterben. Das geht dann auch ratzfatz. Richtig. Das war jetzt toll, so ein Gespräch hier in der Badezone. Ja. Ja, zufällig. Ja, ja, ja. Wir waren zufällig. Ja nicht abgesprochen, sondern wir haben uns zufällig getroffen. Und sie hatten Glück, dass mein Patient noch schläft. Sonst wäre ich ja jetzt bei ihm gewesen. Ja, genau. Und ja. Ganz ehrlich, was mache ich dann hier? Ich bin jetzt 2-3 Tage hier in Wiesbaden. Ich bin hier von der anderen Rheinseite. Ich krieg's Essen, wollte die Nase gestellt.
dass ich nicht abgetätschelt werde, ist also alles. Und das war es dann. Ich war mein ganzes Leben selbstständig. Ich habe mir selbst gekocht, ich habe meinen Haushalt geführt, und zwar über 20 Jahre. Da kam mir doch niemand erklären, Sie kommen nicht zurecht, Herr Blei. Wegen welcher Krankheit sind Sie eigentlich gekommen jetzt in Mainz? Ja, angeblich, ich meine, ich habe das in Mainz, ja, ich wusste es ja doch genauso wenig, wie wenn ich Ihnen das jetzt sage, ich hatte Kreuzschmerzen. Gut, gell? Und beim Fußballspielen dachte ich schon, Mensch, das Kreuz, so weh, verdammt nochmal, du musst mir zum Arzt gehen. Dann bin ich zum Internist bei uns, im Hausarzt. Dann habe ich gesagt, Mensch, mir tut der Rücken. Also, ich meine, nee, mir tut der Rücken so weh. Und da habe ich gesagt, haben wir immer die üblichen Tests, so Blutabnahmen und lauter so ein Käse, so, was da so läuft. Und da hat er zu mir gesagt, noch zwei oder drei da, mein lieber Freund, deine Nierenwerte sind im Keller. Hä? Ich habe gesagt, Nieren? Ich bin nicht traurig, ich bin kein Alkoholiker. Versuche immer normal zu leben. Wieso ich jetzt plötzlich einen sogenannten Nierenausfall habe? Tja, ich sag, das weiß ich auch nicht. Also haben wir dann mal nochmal einen Test gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass ich also in Klammer, ich kann es Ihnen nur sagen, was man mir gesagt hat. Ob das alles der Wahrheit entspricht, warte mal, mal. Und zwar, ich hätte Knochenkrebs. So, und was hat man dann gemacht? Bestrahlung in Mainz. Da habe ich 12 Therapien gekriegt mit Bestrahlung. So, und natürlich dementsprechend die Medikamente dazu. Das war's. Und seitdem ist halt nichts mehr. Wie alt sind Sie, wenn ich mal fragen darf? Ja, wie 65. Alt? 65. War nie krank vorher. Gearbeitet bis zum letzten Atemzug. Also es gibt kein Argument, dass ich vorher gekränkelt habe oder was. Ich sehe das doch hier. Millionen von anderen Leuten, denen es genauso geht. Die auch nie krank waren und plötzlich haut es weg. Aber in der Zwischenzeit, ich habe also relativ an mir selbst gearbeitet mit Masseure und so, damit ich wieder richtig mich bewegen kann und so. Das war ja alles kaputt. Kinder rund, ich konnte nicht mehr hochgucken. Das war mein größter Kummer, dass ich niemand mehr in die Augen schauen kann. Sie können darüber denken, wie Sie wollen, aber ich Ursache nur kosten. Das kostet jede Menge Geld hier. Und für was? Für das ich jetzt da sitze. Ich meine nicht, dass ich Ihnen jetzt in der Jugend gebe, aber dass ich jetzt hier sitze und warte, bis ich alles vor die Nase getragen kriege. Ich war immer selbstständig und habe mein Leben gestaltet, wie ich das wollte. Deswegen, ich habe mir selbst gekocht, ich beherrsche das alles. Da gab es kein Thema drüber. Und wenn ich das jetzt momentan nicht kann, ist das auch kein Beinbruch. Schauen Sie da runter. Ja. Das ist die Welt. Die ist Kiki. Ich sitze da vorne in dem mickrigen Eingang, sehe die doofen Autos da vorbeifahren und das war's dann. So, und das ist mein Tagesablauf. Aber das hat mich so, glauben Sie, das wurmt in mir direkt, wenn jemand sowas zu jemand sagt. Oder denkst, sag mal, bist du schon abgeschoben oder was? Wenn sie dich da so bemuttern wollen, das ist doch nicht normal, Spitze. Ja. Guten Morgen. Nichts dagegen. Schön. Wenn Sie noch mal vorbeikommen sollten, sind Sie doch so nett und bringen mir mal frisch Glas und frisch Wasser mit, gell? Weil es ist von gestern noch. Das schmeckt nicht mehr. Nee, das glaube ich. Das wird schon nicht mehr. Mit Gas. Mit Gas. Gut, mach ich. Alles klar. Bis gleich. Bye.